Hinter mir lacht Kaiserin Elisabeth, von ihrem Denkmal vom Himmel lacht die Sonne im Wiener Volksgarten und es wird der heißeste Tag des Jahres. Schon am Dienstag, da waren es im Westen 32 Grad und am Mittwoch, da kann es noch wärmer werden. 33, 34 Grad sind da möglich und strahlender Sonnenschein, aber ab Nachmittag, da könnte es in manchen Landesteilen ungemütlich werden. In Kärnten, in Osttirol, im Lungau und in der Steiermark, da türmen sich dann wohl mächtige Gewitterwolken auf, Starkregen, Hagel. Alles ist da möglich, heftige Unwetter können es werden. Und der Donnerstag, der bietet dann verbreitet in Österreich ein ganz ähnliches Bild, aber in den nächsten Tagen bis hin zum Montag nach dem Wochenende, da fällt praktisch jeden Tag der 30er und vor allem gegen Ende des Wochenendes und am Montag eben, da können es auch wieder 33, 34 Grad werden. Und die gute Nachricht, ab Freitag und Samstag, da wird das Wetter dann stabiler, schon am Freitag nur noch vereinzelt Gewitter möglich. Das Wochenende, das sollte dann bei strahlendem Sonnenschein herrlichstes Badewetter garantieren und für die Österreicherinnen und Österreicher liefern. Der Sommer, der ist also so richtig angekommen. Aber wie gesagt, davor noch kurz aufpassen an diesem Mittwoch am Nachmittag in Osttirol, in Kärnten, im Lungau und der Steiermark. Heftige Gewitter möglich am Donnerstag, dann im ganzen Land. Ab Freitag wird es besser. Der 30er auf der Temperaturskala, der wird in den nächsten Tagen bis nach dem Wochenende jeden Tag im Land fallen und vor allem gegen Ende des Wochenendes, Sonntag, Montag, dann auch wieder deutlich darüber klettern. Da sind wieder 33, 34 Grad möglich. Herrlichstes Badewetter. Nur den Donnerstag, den sollte man übertauchen oder, wenn man in der falschen Gegend lebt, dann auch den Mittwochnachmittag. Aber danach, da wartet so richtiges Sommerwetter, passend zum Wochenende, passend zu einem vielleicht Kurzurlaub und Erholung im Freien, im Wasser. Das Wetter ist da, der Sommer, der wird schön und jetzt hat er so richtig begonnen.